Hallo, wer bist du? Ich bin Brickboy von YouTube. Cool, dann lasse ich mal bei dir auch ein Abo da. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von How to Lego Submotion. Und heute zeige ich euch, wie Minifiguren miteinander interagieren können, dadurch, dass sie reden oder sich berühren. Wir fangen mal mit dem Gespräch an. Für mich gibt es zwei Arten, wie man ein Gespräch zwischen zwei Minifiguren aufbauen kann. Falls ihr weitere Arten kennt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Meine zwei Arten sind erstens, dass man die Arme und Hände bewegt und zweitens, dass man dann den Mund nachbearbeitet. Die erste Variante mit den Armen bewegen, das ist eigentlich ganz einfach. Man bewegt die Arme einfach so ein Stückchen und nach dem Einsprechen, beispielsweise ganz einfach im Movie Maker, hat man eine Minifigur, die redet. Hallo, wer bist du? Die zweite Variante wäre davon, dass man den Mund nachbearbeitet. Das geht beispielsweise ganz einfach in Paint. Da macht man einfach noch so ein paar schwarze Linien über den Mund und dann sieht es so aus, als würde die Figur sprechen. Ich bin Brickboy von YouTube. Natürlich dürfen sich die Minifiguren auch berühren und da gibt es keine Kreativitätsgrenze. Hey! Wow! Haha, erschreckt! Hier ist nicht viel anders als zum Gespräch der Minifiguren. Hier kommen sich die Figuren halt etwas näher. Ja, so nah geht auch. Der Unterschied ist halt, dass sich die Minifiguren berühren. Falls ihr weitere Fragen zum Thema Lego Stop Motion habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Das wäre dann eine weitere Idee für die nächste How to Lego Stop Motion Folge. Wenn ihr Lego interessiert seid, Stop Motion Filme macht oder ähnliches, könnt ihr die Links gerne abonnieren und hier rechts euch die ganze How to Lego Stop Motion Playlist anschauen. Ich liebe dich. Ich dich auch.